Mein Name ist Bernhard Feier von Weichs. Ich wohne im östlichen Westfalen und führe einen Ackerbaubetrieb von ca. 1000 Hektar. Wintergerste wird über 30 Jahre angebaut. Hybridgerste wird seit 4 Jahren angebaut. Der Gesamtgerstenanbau ist ca. 15% der Ackerfläche. An meinem Standort ist ein sehr kurzes Zeitfenster zur Aussaat von Gerste möglich. Deshalb muss die Gerste sehr früh starten und eine zügige Jugendentwicklung im Herbst durchlaufen. Nach vielen Jahren enttäuschender Gerstenerträge bin ich auf der Suche nach der Verbesserung dieser Erträge auf Hybridgerste gestoßen. Landwirte schätzen an Hybridgerstensorten insbesondere natürlich den Mehrertrag, den sie erzielen können, aber auch die agronomischen Vorteile, wie zum Beispiel die Spätsaatverträglichkeit. Dies basiert auf dem Vermögen der Hybridgerstensorten, relativ schnell die Jugendentwicklung zu durchlaufen, ein starkes Wurzelsystem auszubilden und nach der Winterruhe dann sofort wieder mit dem Wachstum zu beginnen. Schon im ersten Anbaujahr, im ersten Anbauversuch, überzeugte mich die Frohwüchsigkeit der Hybridgerste. Auch die anschließende Ernte bestätigte diesen Vorteil mit einem guten Ertrag. In der vergangenen Zeit ist mir aufgefallen, dass Hybridgerste sich auch mit einem späten Aussaatzeitpunkt im Herbst gut entwickelt, sodass sie einen optimalen Start im Frühjahr hinlegen kann für einen guten Ertrag. Nach meinen 4-jährigen Erfahrungen vom Anbau und zunehmenden Anbau von Hybridgerste bin ich der Überzeugung, dass unter nicht optimalen Bedingungen Hybridgerste einen wirtschaftlichen Vorteil bietet und für den Anbau in der Zukunft von besonderem Vorteil sein kann.